Sie heute aus unterschiedlichen Blickwinkeln gesagt habt, den Menschen dort verstärkt zu helfen. Nicht nur zur Verbesserung auch der Lebenssituation für die Menschen, sondern auch um zu erreichen, dass die Menschen auch dort bleiben, wo sie geboren sind und groß geworden sind. Nicht, weil wir jemanden abhalten wollen, sondern weil wir glauben, dass das auch den Ländern dient, wenn die Menschen zusammenstehen und mithelfen, dass sie ihr Land nach oben bringen, nach vorne bringen. Also das ist unsere Überzeugung. Insofern haben wir jetzt als Bayern einen direkten Ansprechpartner in der Bundesregierung. Und so wie ich heute ein Interview von ihm gelesen habe, von diesem Minister, hat er eine sehr, sehr gesunde Auffassung von seinem neuen Amt. Er hat selbst gesagt, er begreift sich nicht als Reiseminister, der sich daran messen lässt, wie häufig ist er gereist, sondern was hat er in der Sache für die Menschen bewirkt. So verstehen wir das. Dann möchte ich gleich was dazu sagen. Soll man das ändern das nächste Mal? Das wäre wunderbar, weil vielleicht darf ich Ihnen sagen, dass das Kindermissionswerk, die Sternsinger, so wie sie hier sind, dass wir bis dato keine Zuschüsse bekommen vom Bundesministerium. Das Kindermissionswerk würde sich wahrscheinlich freuen, wenn wir da das eine oder andere Projekt gemeinsam fördern könnten. Für die Zusammenarbeit. Vielleicht könnten wir nächstes Jahr wirklich da schon ein gemeinsames Treffen organisieren. Ich werde Ihnen sagen, verlasst euch drauf. Es gibt ja Leute, die bezeichnen das eine Ministerium bedeutsamer als das andere. Ich begreife das als eines der bedeutsamsten. Das ist nämlich für die ganzen Außenkontakte zu diesen Ländern Afrika, Asien, Lateinamerika ungeheuer wichtig. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass er das gut ausgestaltet. Jetzt haben wir schon den ersten Faden an der Spule. Ja, genau. Wunderbar. So, jetzt, liebe Sternsinger, singen wir noch ein zweites Lied, bevor die Gruppe ihren Segensspruch sagt. Die Anstimmer sind wieder dabei. Ja. Ministerpräsident, Sie dürfen mitsingen, weil das ist ein altes Sternsinger-Lied, falls Sie mitsingen wollen. Ich rede seit 10 Uhr, aber ich versuch's noch. Wir kommen daher aus dem Morgenland, wir kommen geführt von Gottes Hand. Wir wünschen euch ein fröhliches Jahr, Kaspar, Melchior und Balthasar. Es führt uns der Stern zur Krippe hin, wir grüßen dich, Jesus, mit frommem Sinn. Wir bringen dir unsere Gaben dar, Weihrauch, Myrrhe und Gold fürwahr. Wir bitten dich segnen und dieses Haus und alle, die gehen ein und aus. Verleihe ihnen zu dieser Zeit Frohsinn, Frieden und Einigkeit. Wir tun die geweihte Kreide herfür, nun lasset uns schreiben an eure Tür. So wünschen wir euch ein gesegnetes Jahr, Kaspar, Melchior und Balthasar. Gottes Segen euch geleite, durch das neue Jahr und für Christus Mansion am Benediktat schreiben wir an diese Tür. Gottes Sohn ist uns geboren, freudig scheint, und hier ist Haus. Frieden wünschen wir den Menschen, Gottes Segen in den Haus. Hütten, Zelter, Keller, Straßen, Kinder nennen dies ihr Heim, ihre Welt soll heller werden, dazu laden wir euch ein. Eure Gaben, die wir sammeln, helfen Kindern Zukunft geben und was wir zusammentragen, bringe Frieden in ihr Leben. Vielen Dank. Das war wunderbar. Nachher schreiben wir noch den Segensspruch in der Zirkelstube, glaube ich, an. Ja. Und jetzt gibt es die schönen Fotos von euch mit dem Menschen. Ja. Das ist schon eine Zeit lang mehr. Was sind Schäden? Das ist ja cool. Seit 1817. Ja. Als Entschädigung für die ganzen österreichischen Gebiete, die wir verloren haben. Dann bist du halt froh, dass wir euch auch. Von früher zu Salzburg her. Aber sonst gibt es keine Regierungsbezirksüberschneidungen. Nein. Jetzt bei euch in der Diözese. Nur mit Oberbayern. So, jetzt wer gehört zu? Aber die Einzelnen.